Na, hallo alle miteinander. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich wollte mal ein kleines Update machen. Manche fragen ja, wie es mir so geht im Wagen. Und speziell den Ofen betreffend habe ich ja mit den Speichersteinen rumexperimentiert. Wir haben jetzt 7 Grad, glaube ich, draußen und ich habe den jetzt gerade erst angemacht. Heute Nacht hatten wir immer noch, was ist denn das hier? Ja, 19 Grad oder was? Um die 20 und das wurde auch nicht weniger. Ja, ansonsten könnt ihr, seht ihr mal ein bisschen hier, der Herbert lebt sich langsam ein. Ja, schöne Ecke. Und der Ofen zieht immer noch zu wenig. Also der müsste jetzt eigentlich, müsste es richtig. Da habe ich jetzt noch einen Zugverstärker bestellt. Einen sogenannten Rauchsauger, der kommt außen oben noch mal drauf. Das sind noch mal 40 Zentimeter mit speziellen Lüftungsschlitzen, dass das schneller dann zieht. Das ist halt, wenn man hier aufmacht, tut sogar manchmal jetzt. Ich habe heute Morgen auch geputzt frisch, aber heute Morgen kam dann noch oder gestern Abend kam quasi Qualm raus, wenn du die Tür aufmachst. Das ist immer so das Zeichen auch. Jetzt muss man mal das Ofenrohr putzen, wenn du aufmachst und der Qualm zieht in den Raum. Dann zieht es nicht ordentlich ab. So, und zu den Speichersteinen. Ich habe jetzt wieder, die sind noch nass, die wärmen sich gerade erst auf oder trocknen. Ich hatte ja welche, wo keine Schlitze drin waren. Hier sind ja jetzt Schlitze drin. Und die mit den ohne die Schlitze, das war zu viel Masse. Das hat sogar das Verhalten des Brennraums verändert. Ich darf es also auch nicht ganz ranmachen. Man sieht es hier, ich habe ein bisschen Abstand überall. Weil dann funktioniert der Brennraum nicht, wie er soll, weil die Außenwände zu lang brauchen zum heiß werden. Da brauchst du morgens 2 Stunden, bis du Temperatur hast. Und dann, ja, die Steine, die vollen, ohne die Schlitze, die saugen auch so viel Wärme ab, dass es im Endeffekt, ja, fast besser ohne sie gewesen wäre. Und hier mit denen jetzt, da tut nicht nur die Strahlungswärme, sondern auch die heiße Luft, die durch die Schlitze durchgeht, die Steine erwärmen. Und sie werden schneller warm. Durch den Abstand wird der Brennraum nicht beeinträchtigt. Und da funktioniert das einwandfrei. Und jetzt bei 7 Grad, ich habe jetzt einmal hier die paar Holzstückchen drin, ein Stückel Kohle, das jetzt langsam Feuer kriegt. Und das lasse ich jetzt runterbrennen und dann reicht das wahrscheinlich heute Abend bis 6, 7 Uhr. Und dann noch mal ein paar Holzstücke und dann war es das so. Noch eine Kohle über Nacht drauf. Ja, ansonsten hier halt Wäscheständer, Küche läuft, Büro wird. Und das wird das nächste Projekt. Also nicht das Fernglas, sondern die Tanki Nummer 300 für einen ganz besonderen lieben Menschen. So, und wenn man wieder fernsehen will, guckt man dann zum Fenster raus. Haben schon alles leer gefressen heute. Ja. Alle hopp. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und ich wünsche uns allen ein wundervolles Jahr 2022. Werden wir schon hinkriegen, wenn wir das wollen. Liebe Grüße.